Um Mitternacht wurden die neuen Regeln veröffentlicht, welche Pokémon ab nächstem Monat erlaubt sein werden. Und genau auf diese gehen wir heute ein. Und wie wir sehen können, viele der Pokémon, die im DLC dazugekommen sind, sind jetzt erlaubt. Aber nicht alle. Aber vorher schauen wir mal, welche Pokémon überhaupt interessant sind und auch spielbar sein werden. Da werde ich natürlich auch vor allem auf den Doppelkampf eingehen, aber auch einige Pokémon sind für den Einzelkampf sehr wichtig. Wir haben zum Beispiel Bisaflor mit Chlorophyll und sowas wie Meteorologe ist sehr spannend. Generell, ich werde euch jetzt keine vollen Movesets zeigen, aber immer so ein bisschen, was man auf den Pokémon Besonderes hat, wie zum Beispiel Spotlight auf Magma und Electek im VGC ist das sehr, sehr wichtig im Doppelkampf. Dann haben wir noch Seedraking, habe ich ja auch schon im letzten Video etwas thematisiert, wieso der gut sein kann, aber auch mit einem Wassertempo-Set sehr stark. Porygon 2 ist wieder zurück, kann wie Zauberraum setzen, dem Evoliten sehr bulky, darf man nicht unterschätzen. Farbigel, für viele ein Dorn im Auge, dass der wieder zurück ist, aber der ist wahrscheinlich nicht so gut wie vielleicht noch vor einigen Generationen, aber der kann halt fast alles erlernen, was halt sehr krass ist. Entei, Raikou und Suicune sind zurück, aber vor allem Entei mit Walbahn Turbo-Tempo in Kombination mit Baojian sehr stark, Suicune mit Gedankengut Siedewasser nicht zu unterschätzen, Metagross ist auch wieder zurück und ist eh einfach dank des Typings und der Werte ein sehr gutes Pokémon und hat auch noch sowas wie Psychobeißer dazu bekommen, was stärker als sein Kopfstoß ist und immer trifft und gegen Lichtschild und Reflektor sehr gut ist, weil es das eben entfernt. Dann Registeel mit Eisenabwehr und Body Press darf man nicht unterschätzen, genauso wenig wie Anpassung Porygon Z. Wenn Porygon 2 da ist, dann wird natürlich auch Porygon Z wieder dabei sein. Mit Walbrille hier am Start kann man ordentlich Damage machen und Terra Blast darf man nicht unterschätzen. Oder auch der Stellar-Typ, auch ganz cool hier mit den verschiedenen Attacken, die Porygon Z so haben kann. Wobei das leider nicht mit Anpassung stackt, aber Terra an sich stackt mit Anpassung. Das heißt, man kann natürlich auch einfach Terra normal spielen und dann nochmal mehr Schaden machen. Dann haben wir Regigigas, hat mit Smogmox Reaktionsgas natürlich einen sehr guten Partner, weil die Fähigkeit eben negiert wird. Und der hat auch sowas wie Risikotackle dazu bekommen, was man bei dem Angriffswert hier nicht unterschätzen darf. Darf auch wieder gespielt werden. Serpi Royal mit Umkehrung, Blättersturm sehr stark, mit Terra Blast und dem Stellar-Typ ebenfalls spielbar. Habe ich ja auch schon mal in einem anderen Video erwähnt. Stalobor ist leider nicht so gut wie vor einigen Generationen noch. Aber trotzdem kann man ein Sandsturm-Team spielen, auch wenn Regen und Sonne wahrscheinlich stärker sein werden. Und wahrscheinlich ist sogar Schnee stärker als Sandsturm. Dann haben wir noch Elfun hier am Start mit Rückenwind, mit Zugabe, kann auch sowas wie Egelsamen und so weiter und so fort haben. Ein sehr nerviges Pokémon dank der Fähigkeit Sträuch, hat aber auch Prügler in Kombination mit Terrakiums Fähigkeit Redlichkeit, wodurch der Angriff auf plus 1 steigt, wenn man von einer Unlichtattacke getroffen wird. Und mit Doppelkampf kannst du dann halt viermal, so gesehen, auf Terrakium das einsetzen. Und dann hast du halt plötzlich plus 4 Angriff. Nicht zu unterschätzen. Dann haben wir noch Fuego, logischerweise hier auch schon das Standard-Set, was man wahrscheinlich spielen kann. So mit Bedroher wird man in sehr vielen Teams sehen, das ist klar. Primarine, dank des offensiven Outputs, sehr, sehr stark, weil der hat einfach einen sehr guten Spezialangriffswert. Arnestro darf man überhaupt nicht unterschätzen, vor allem mit Terra-Typ Wasser. Walband, Aqua-Durchstoß, Terra-Kristallisiert mit der Fähigkeit Wasserblase, wodurch Wasserattacken ja auch noch verdoppelt werden von der Stärke her. Man kann nicht verbrannt werden und Feuerattacken werden auch noch halbiert. Dieses Pokémon im Bizarro-Raum wird unfassbar gut. Das solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Dann Kurelei war in Schwert und Schild manchmal relativ interessant, weil der die Attacke Florakur hat und eine Fähigkeit, die es einem erlaubt, Heilattacken eine plus 3 Priorität zu geben, was sehr stark ist, wodurch man eben seine Partner-Pokémon sehr unterstützen kann, vor allem mit einem relativ guten Initiativwert, rechte Hand noch am Start, auch nicht zu unterschätzen. Und etwas nischiger, aber auch eigentlich ganz cool, ist Pokusan. Dank der Attacke Verzierung kann man Partner-Pokémon einen Angriffs- und Spezialangriffsboost geben und sogar plus 2 in beiden Werten. Das ist wirklich gut. Aber dann kommen wir natürlich zu den neuen Pokémon. Und auch hier, ich habe jetzt keine Movesets oder so. Ich werde aber ein Moveset-Video zu diesen Pokémon machen. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt, um das nicht zu verpassen. Und da haben wir natürlich Hydrapfel am Start. Dieses Pokémon ist echt nicht zu unterschätzen und wird jetzt hier eben auch spielbar sein. Genauso wie Briduradon. Der hat zwei echt gute Fähigkeiten, beziehungsweise eigentlich sind alle drei sogar recht gut. Hat ein gutes Typing, gute Werte, der wird auch stark sein. Keilflamme, ebenfalls nicht zu unterschätzen, wird
auch genauso wie Furienblitz spielbar sein. Und Furienblitz wird wahrscheinlich auch mit das beste Pokémon aus dem DLC sein. Wir werden aber nochmal genauer darauf eingehen, auf das Moveset, weil der kann einige coole Sachen machen in einem anderen Video. Eisenhaupt ist recht interessant. Eisenfels ist sehr, sehr stark. Und die Überraschung auf jeden Fall, Windewoge und Eisenblatt werden ebenfalls erlaubt sein. Und das ist spannend, weil diese Pokémon nur durch Raids verfügbar sind. Die Raids laufen aktuell, 7-Sterne-Raids, bis zum 7. Januar und die werden spielbar sein. Und das ist sehr untypisch, weil das eben nur eventbezogene Pokémon sind und die nicht immer fangbar sind. Also mal gucken, ob sie dann diese Events häufiger machen, weil wenn jemand erst nach dem 7. Januar anfängt zu spielen, dann ist das ein bisschen schade, weil dann kannst du es halt nicht auf Turnieren spielen, dann musst du es irgendwie von wem ausleihen. Und generell, was wichtig zu sagen ist, Legendaries sind nicht gleich Legendaries. Diese Pokémon sind natürlich auch erlaubt, Registeel habe ich schon gezeigt, Latias und Latios werden auch sehr gut sein, aber eher Latias als Latios, weil Latias vor allem die Defensive hat, die Latios nicht hat, und das kann sehr gut sein, irgendwie mit Terra Gift und einem Beulenhelm und Genesung kann der richtig nerven werden, weil Terra Gift natürlich auch gut ist gegen sowas wie Flatterhaar, was sehr stark ist. Und ja, legendäre Pokémon sind natürlich stark, aber ein Regice wird zum Beispiel nicht häufiger gespielt werden als ein Alola Vuinona, nur weil es ein legendäres Pokémon ist, weil Alola Vuinona bringt den meisten Teams halt einfach mehr als ein Regice. Dann kommen wir zu den Pokémon, die nicht erlaubt sein werden. Da haben wir natürlich sowas wie Mewtwo und Mew, das hat man ja weiterhin gebannt. Die neuen Pokémon, sowas wie Lugia, Ho-Oh sind nicht erlaubt, Kyogre, Groudon, Rayquaza, kennt man, die sind jetzt zurückgekommen und die sind nicht erlaubt. Und viele der Pokémon sind jetzt hier nicht wirklich überraschend. Mysteriöse Pokémon sind auch dabei. Fionn ist nicht broken. Das liegt einfach daran, dass diese Pokémon eben eventbezogen nur haltbar sind. Auch wenn Darkrai zum Beispiel jetzt gerade ein Event bekommen hat, dieses Pokémon ist einfach deswegen nicht erlaubt und nicht, weil es zu stark ist. Das ist immer ein bisschen schade, weil ich hätte auch ganz gerne mysteriöse Pokémon mal im VGC. Man sieht auch, die Freundschaftsakt-Quajutsu-Form ist nicht erlaubt, weil das eben auch ein eventbezogenes Pokémon ist. Und wie gesagt, viele Pokémon, die ja nicht überraschen. Aber, was natürlich auch nochmal wichtig ist, Terrapagos, das neue Pokémon, ist ebenfalls nicht erlaubt. Und das wundert mich auch nicht so ganz. Das Pokémon ist auf einem Level wie Endynalos als Beispiel jetzt. Und dieses Pokémon wird dann wahrscheinlich irgendwann auch erlaubt sein werden, wie alle anderen legendären Pokémon, bis auf mysteriöse. Aber das vielleicht erst in einem halben Jahr oder noch weiter in der Zukunft, weil diese Regeln zählen bis Ende April. Und das ist eine sehr lange Zeit. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, welche Pokémon durch das DLC stärker geworden sind, schaut einfach mal hier vorbei.